Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Part Nummer 3 von The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich bin der Drakeman, wie ihr wisst, wenn ihr unsere Videos heute mal schaut. Und yeah, wir haben gerade im letzten Part die Vogelreiterzeremonie gewonnen. Und Zelda wurde von einem Wirbelwind erfasst und auf die Erdwelt. Auf jeden Fall ist sie sehr tief gefallen aufs Erdland. So. Wir wurden auch irgendwie ein bisschen davon beschädigt, möchte ich sagen, verletzt, wie auch immer, sind deshalb in unserem Zimmer aufgewacht, bewusstlos. Bewusstlos waren wir, sind jetzt aufgewacht, nicht bewusstlos aufgewacht, das ist ein bisschen komisch und geht nicht. Und ja, wir hören eine Stimme, die uns ruft, welcher wir jetzt folgen werden. Deshalb starte ich jetzt die halbe Stunde und los geht's, nachdem ich mir noch die Kopfhörer nicht aufgesetzt habe. Die Mucke ist so geil, Alter. Ich kann das nur 5000 Mal wiederholen und ich werde es höchstwahrscheinlich auch noch 20 Millionen Mal wiederholen. Damit ihr es auch 500 Millionen Mal verstanden habt. Es ist so unfassbar geil. Beste Mucke überhaupt. Es gibt kein Spiel, was ich jetzt kenne, was eine bessere Musik hat als The Legend of Zelda Skyward Sword. Schon wieder Pelle, Alter. Ich krieg schon wieder Pelle. Ich hatte eben schon Pelle, jetzt krieg ich schon wieder Pelle. Irgendwann bleibt meine Haut so und ich hab nur noch so was. Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin so ein Soundfetischist. Für mich. Ja, die werden nachts so. Das ist jetzt nicht irgendwie, weil irgendwie Scheiße gerade passiert. Die ist gehört so. Was für ein Glück. Weil nachts kommen hier halt Monster auch auf dem Wolkenhort. Achso, wir sollten vielleicht erstmal loslassen, unsere Energie aufladen. Wir müssen verträumen, die Mucke, oder? Jetzt hören wir in so einer Traumwelt. Zack, zack, zack. Also ich kann dieses Spiel... Ah, da haben wir so das Crafting-Item gefunden. Und Glibber erhalten. Nicht besonders hübsch, aber für eine Vielzahl von Dingen anwendbar. Da. Hab das jetzt reingepackt. Einmal. Weil es ist ja, wie gesagt, neu. Oh, da ein bisschen rüberspringen. Die Kämpfe machen hier wirklich sehr viel Spaß, das muss man ehrlich mal sagen, weil man halt wirklich das Schwert so führen kann, wie man das möchte. Das ist schon geil. Und man kann ja nicht schnell klettern, was ich noch so bemängelt habe in Twilight Princess. Ach, wurde echt Zeit, dass ich das mal wieder zocke. Ja. Das ist gar nicht so geil in Erinnerung. Da dieses typische Hyrule-Zeichen. Kennt man ja schon. Also ein typisches Zelda-Zeichen, was meistens in Hyrule vorkam, in den älteren Teilen. Ja. Und der Statue der Göttin ist tatsächlich noch eine Höhle. Oder ein Gewölbe, wie auch immer. Gehen wir doch mal rein. Habe ich die halbe Stunde gestartet? Ja, habe ich. Statue der Göttin. Oh, Katzen. Ich wollte gerade mich umschauen. Ich
ich habe dich erwartet, dich in den von meiner Schöpferin, ja doch, Auserwählten. Pai, das ist der Name, den man mir gab. Ich komme von jenseits der Zeit, aus einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Dies ist der Zweck meines Daseins. Nimm nur das Schwert in die Hand, mein Gebieter Link. Ein geheimnisvoller Traum, mein plötzliches Erscheinen, die Angst und Sorge um deine Freundin. Wenn ich deine Lage analysiere, verwundert mich deine Reaktion nur wenig. So lass mich dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Das Mädchen, das du suchst, Zelda. Achso, Zeldas Leben ist nicht verloren. Yay! Natürlich nicht. Diese heilige Maid, Zelda und dich, euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Natürlich, Alter. Das Sprinte würde ich auch sofort lossprinten. Mehr Worte scheinen mir von deinem Nutzen zu sein. Ach, mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir, dem Gebieter des Schwertes, folgen. Zücke es nun und strecke es himmelwärts. Ja, das heißt, wir müssen gleich auch die Remote voll nach oben strecken. Und nein, liebe Freunde, das ist nicht das Master's Wort. Achso, ja. Ach, ich muss jetzt, ihr seht's, ich muss einmal die Wii-Fernbedienung umdrehen, weil das Schwert ja auch verkehrt rum drin steckt. Oh, was aber scheiße ist, wenn das am Handgelenk dran ist. Was geht? Adrücken. Und rausziehen. Yeah! Und einmal drehen. Und in den Himmel strecken. Das ist so cool. Irgendwie ist das voll geil, dass man das Schwert... Ach, die Remote so gesehen, das Schwert. Ist das geil. Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt von heiligem Licht der Göttin. Seht ihr? Nicht das Master's Wort. So ist es gut, Gebieter. Mein Gebieter. Link. Kann es denn sein, dass du es bist, Link? Der legendäre Jüngling, der die Kammer des Heiligen Schwertes betreten wird? Dem scheint wohl so. Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen, dem reinen Jüngling in dieser Gestalt am geheiligten Ort. Es sind so schwierige Sätze teilweise. Es begann vor einigen Tagen. Das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass sich dieses Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. Es ist, wie es die Prophezeiung sagt. Ein Jüngling wird führen das Schwert, beinahe noch ein Kind, wird er doch beschützt von der heiligen Kraft. Die mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Von der Offenbarung, die dein Urahn empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Er wählt von der Göttin, der Jüngling, der zieht das heilige Schwert und über es gebietet mit starkem Geist. Kind des Schicksals, er wählt vor dem Schatten großer Gefahr. Er wird tragen die Seele des Schwerts, überwinden die Wolken und von dort hinabsteigen, gemeinsam mit der heiligen Maid das Land erleuchten. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt.
Genau, Zelda ist die heilige Maid. Gebieter, du wurdest erwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, und ihren Auftrag zu vollenden. Um die heilige Maid. Um Zelda wiederzusehen, musst du das Wolkenmeer überqueren. Musst hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von hier. Du musst dich ins Erdland begeben. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Um dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist dies jemandem gelungen. Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben. Nimm sie und platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Gebieter, richte nun den Himmelsstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelsstrahl entsteht aus der Kraft, die sie sammelt, wenn du dein Schwert gen Himmel steigst. Schwinge dein Schwert in Richtung des Wappens, sobald sich der Himmelsstrahl aufgeladen hat. Na gut. Man sieht, es fehlen noch drei Teile. Mindestens. Gebieter. Das Siegel der Göttin hat bisher verhindert, dass Menschen das Wolkenmeer verlassen konnten. Nun hat sich dieses Siegel an einer Stelle geöffnet, sodass du passieren kannst. Dort musst du hin. Ich erkenne dich als rechtmäßigen Gebieter an. Ich ruhe in deinem Schwert und bin somit stets an deiner Seite. Link, ich weiß nicht, was mit dem Schatten großer Gefahr gemeint ist, aber es klingt nach einer großen Herausforderung für euch. Wenn Pais Worte wahr sind, dann ist Zelda am Leben. Sie lebt, und du musst sie finden und dich zugleich deinem Schicksal stellen, Link. Niemand weiß, welche Prüfung das Schicksal für dich vorgesehen hat. Doch versprich mir, meine Tochter, versprich mir, Zelda zu retten. Beweise mir, dass die Offenbarungen tatsächlich wahr sind. Ich bitte dich, Link. Natürlich, ich werde das schaffen, Alter. Ich will dir glauben. Hab Dank, Link. Es wird schon hell. Diese Nacht war sehr lang für uns. Mit diesen Kleidern kannst du deine Reise nicht antreten, Link. Da du die Vorbereitungszeremonie bestanden hast, habe ich ein neues Gewand für dich. Mit ihm bist du auch für eine längere Reise gut gerüstet. Am besten, du ziehst es morgen gleich an. Geil. Oh Mann. Hä, sehr viele Cutscenes, ne? Fällt gerade so ein bisschen auf. Ey. Das ist cool, ey. Die sind richtig gut gemacht. Und da haben wir unser geiles grünes Gewand. Das kann man... Kettenrüstung drunter. Das diesjährige Gewand des Ritters. Als ich die Farbe das erste Mal sah, war ich ein wenig skeptisch. Aber wie ich sehe, steht es hier ganz vorzüglich, Link. Natürlich, Alter. Pass auf dich auf und vielleicht solltest du im Dorf ein paar Reisevorbereitungen treffen. Ich selbst kann nichts tun, als in meiner Stube die alten Schriften erneut zu studieren. Solltest du mich suchen, kannst du mich dort finden. Ich bete dafür, dass es meiner Tochter gut geht. Ich glaube, Link ist aber so auch
der Einzige, der cool aussieht, wenn er so eine Zipfelmütze auf hat. Ich kann mir das nicht vorstellen, irgendein anderer. Aber bei Link passt es. Es gehört einfach dazu. Er hat so auszusehen. Und bei ihm, ja, ich finde, das sieht auch gar nicht so scheiße aus. Link. Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Ich habe vom Direktor erfahren, dass du losziehst, um nach Zelda zu suchen. Du bist wirklich unglaublich. Ich würde so etwas niemals schaffen. Hier, das habe ich für dich gemacht. Vielleicht nützt es dir auf deiner Reise. Du hast die Abenteuertasche erhalten. Sieh bitte Platz für Items, die du während deines Abenteuers finden wirst. Für 4 Stück. Das ist eine Abenteuertasche. Darin kannst du bis zu 4 Items verstauen. Wenn du möchtest, kannst du im Basar ein paar Items kaufen. Die kannst du dann in dieser Tasche aufbewahren. Ich bin mir sicher, ein Schild oder ein Herztrank werden dir auf deiner Reise besonders nützlich sein. Link, ich glaube ganz fest daran, dass du Zelda finden wirst. Danke, danke. Es wird schon, es wird schon. Keine Panik, Leute. Na, du Penis. Wie, du bist der Einzige? Was? Wie, du bist als Einziger mit guten Noten belohnt worden? Das ist ja wirklich nicht zum Aushalten. Erst verschwindet Zelda, dann kommt Bardon nicht mehr aus seinem Zimmer raus. Und an all dem bist ganz allein du schuld. Du ganz alleine. Ich glaube, der will mein Schwert kosten, was aber leider nicht geht gerade. Ja, das sind schon ein paar Kacklappen, ey. Herrlich. Es beginnt, das Abenteuer beginnt. Mal, mit dem können wir noch schnacken. Wow. Link, ich habe gehört, dass du Zelda unter den Wolken suchen willst. Der Direktor sprach davon, dass unter den Wolken das Erdland liegt. Weißt du etwas über dieses Erdland? Das ist übrigens ein interessantes Schwert, aber einen Schild brauchst du auch. Nimm den hier. Danke. Du hast den Hornschild erhalten, er ist leicht zu handhaben, hält aber nicht viel aus und brennt leicht. Ein Holzschild ist leicht und einfach zu handhaben, hält aber nicht viel aus. Außerdem kann er Feuer fangen. Wenn dein Schild zerstört wird, kannst du dir im Basar einen neuen kaufen. Du kannst den Schild ausrüsten, bla 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 bla. Wenn du nicht weißt, wie du mit einem Schild umgehst, frage am besten den Schwertmeister. Bla 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 bla. Brauche ich nicht, danke. Gebieter, die Steintafel, die du gestern Nacht eingesetzt hast, steht in direkter Verbindung zur Passage ins Erdland. Der Lichtsold ist von hier aus gesehen in südlicher Richtung erschienen. An ihrem Fuß befindet sich ein Loch in den Wolken, das nach unten führt. Ich muss dich darauf hinweisen, dass deine Überlebenschancen im Erdland gering sind, solltest du bloß mit deinem Schwert bewaffnet sein. Ich empfehle dir, im örtlichen Basar ein Schild oder einen Herztrank zu erwerben. Ich habe noch eine weitere Information für dich, Gebieter. Solltest du das Gefühl haben, die Steuerung gut zu beherrschen, kannst du die Hilfsanzeigen in der Steuerung verändern, Gebieter. Öffne Inventar und wähle Hilfsanzeigen, um die Einstellungen zu wählen, die für dich am angenehmsten sind. Oh, endlich! Das hätte ich mir von Anfang an gewünscht. Falsche Taste. Da. Ohne. Oder? Was denn reduziert? Ja, so ist das ganz angenehm. Wo ist denn der Basar überhaupt? Da oben, glaube ich. Ja. Hier müsste der sein. Hier gibt es sehr viel. Weil man hier auch sehr viel machen kann. Der Basar. Hey, Babe! Jetzt so Zelda weg, jetzt hörst du mit uns. Jetzt ein wenig Pfeffer dazu. Wunderbar, schmeckt auch heute wieder so, wie es soll. Du bist jetzt ein vollwertiges Anwärter auf dem Lutherposten. Gratulation, aber ich bin sicher, es gibt noch viele Dinge, die du nicht über die du nicht Bescheid weißt, nicht wahr? Sollst Probleme haben, drücke. Ach komm, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Da haben wir eine ganz gruselige Person. Hört euch das mal bitte an.
Oh, was ist da denn das? Was sehen meine Augen? Junge Freund, ich sehe, vor dir liegt ein beschwerlicher Weg. Er ist voller Gefahren, steil und mit Hindernissen geradezu übersät. Junge Freund, solltest du dein Ziel je aus den Augen verlieren, blicke ich für dich in die Zukunft, denn ich bin ein wahrhaftiger Wahrsager. Ah, vertraue meinen sanften Augen. Lausche meiner klaren Stimme, dann droht dir keine Gefahr. Komm jederzeit zu mir, mein junger Freund. Guck euch mal bitte seine Augen an, Alter. Das sind Diamanten oder so. Alter, das ist echt gruselige Person, Alter. Na, mit dem Schmied, der verbessert einige Sachen. Oh ja. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann hier deine Einheit verbessern und deinen Schild reparieren. Also, wo soll ich die Schrauben ansetzen? Verbessern. Alles klar, das sind die Items, die ich für dich verbessern kann. Ja, chill. Ja, seht ihr das? Es sieht erst so aus. Es verändert sogar die Farbe. Ist das nicht geil? Verstärkt Zollschildabwehr wird erhöht. Aber allerdings brauchen wir noch einen Bernstein-Halbmond. Haben wir nicht. Und Monsterklaue haben wir auch nicht. Und das geht mit jedem Schild, was man findet. Ach, warum denn das? Sei kein Spielverderber. Aber naja, was soll's. Komm wieder, wenn du es für anders überlegt hast. Okay, da auch keiner. Dann haben wir hier noch, weiß ich gar nicht. Hallöchen, bei mir kannst du deine Items lagern und gelagerte Items werden. Oh, dann möchtest du das Itemlager benutzen? Nö. Ah, soll mir recht sein, aber das nächste Mal kommst du nur, wenn du hier auch etwas zu erledigen hast, ja? Da kann man Tränke kaufen. Willkommen im Trunkland, mein Hübscher. Wenn du verletzt wirst, wirkt mein Herztragen wahre Wunder. Kaum getrunken, fühlt sich deine Herzen wieder auf. Na, was sagst du? Du gehörst doch zu den Rittern, nicht wahr? Einer wie du sollte auf jeden Fall immer einen Trunk bei sich tragen. Du hast ja gar keine leere Flasche. Ich kann dir leider nur einen Trank verkaufen, wenn du eine Flasche hast, in die du ihn füllen kannst. Aber weil du es bist, schenke ich dir eine, mein Hübscher. Neben unseren Tränken kannst du auch allerhand andere Dinge in die Flasche füllen. Also, pass mir ja gut darauf auf. Ich gebe dir die Flasche gleich in deine Abenteuertasche. Wenn deine Flasche so voll ist, dass du nicht mehr tragen kannst, kannst du dein Item im Itemlager abgeben und aufbewahren. Aber genug der Erklärung. Willst du nicht etwas kaufen? Wir schauen mal. Erstmal gucken wir hier, was wir noch Feines haben. Bombos. Ja, das ist der Händler hier. Alter, kommt, Alter. Wer hat eigentlich bei Nintendo so geraucht, ey, um so eine Charaktere zu erstellen, ey? Aha, ein Kunde, welche freudige Überraschung kommt, tretet näher. In diesem Leid im Lande findet ihr alles, was das Abenteuer jetzt beginnt, wird der Herr. Werft einen Blick auf meine sagenhaften und umfangreiches Angebot. Wenn ihr noch Fragen in Bezug auf das Einkaufs habt, stehe ich jederzeit zu eurer Verfügung. Ja, wie kauft man ein, ist ja wohl logisch. Wie überaus angenehm von mir. Entschuldigt, werter Herr, jemand, der so weise ist wie ihr, benötigt selbstverständlich keine Erklärung. Nun denn, wollt ihr nun einen Blick auf meine Waren werfen? Alles klar. Bombos. Ah, welch Unglück, ihr besitzt keine Bombentasche, deshalb kann ich euch dieses Item leider nicht verkaufen. Och, halt die Fresse, du bist so ein alter Schwuchtel, bist du. Das Schild haben wir schon. Kaufen wir uns einen Herztrank. Das ist der Herztrank. Er füllt sich. Er füllt sage und schreibe ganz acht Herzen. Auf solch einen Trank würde ich nicht mit ins Abenteuer stürzen. Ach, ohne. Meine Herren, Alter, ich habe heute schon wieder Lesefehler am Ende. Eine Flasche kostet nur 20 Rubine. Was sagst du dazu kaufen? Nein und so weiter. Vielen Dank und vergiss nicht. Wenn du diesen Trank verfeinern möchtest, wende dich an meinen Mann. Können sogar noch verfeinern, Alter. Ist das nice, oder was? Willkommen im Trunkladen. Wenn du bei uns einen Trank gekauft hast, kann ich ihn hier verfeinern und seine Wirkung verbessern. Gib einfach einen Trank, den du verfeinern möchtest. Bringt ja nichts. Wir haben nicht mehr als 8 Herzen. Wir brauchen ihn also nicht verbessern. Ich verstehe. Komm jederzeit wieder, wenn du meine Dienste in Anspruch nehmen möchtest. So, jetzt haben wir aber genug gelabert und mit den ganzen komischen Gestalten hier gehandhabt. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg, Zelda zu retten. Mit Zeit. Sie wartet auf uns. Auf ihren Retter in Not. Oh, ich wollte eigentlich darauf landen, aber es hat nicht ganz geklappt.
hier gibt es ganz viel, was man noch einsammeln kann. Aber wir wollen jetzt tatsächlich doch mal dahin. Das ist nämlich sehr groß. Ich weiß gar nicht, kann man die Karte öffnen? Ne, das war ja gar nicht die Karte. Das auch nicht, auf Plus ist die ja. Ihr seht es jetzt schon, Alter. Bam, 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 bam. Und überall ist halt irgendwie was. Gebieter, siehst du den grünen Lichtstrahl vor dir? Dies ist eine sogenannte Lichtsäule, über die du zum Erdland gelangen kannst. Du kannst ihren Standort auch auf deiner Karte ansehen. Überprüfe, wie du vom Wolkenhort dorthin gelangen kannst. Das weiß ich doch. Mein Gott, brauche ich nicht. Am Fuße der Säule findet sich ein Loch in den Wolken. Er verbindet das Wolkenmeer mit dem Erdland. Ein bisschen strange, ne? Dass hier die Wolken irgendwie undurchdringbar sind. Abspringen. Bam, bam. So, jetzt sind wir tatsächlich auf der Erde. Gebieter Link. Dies ist das Erdland, über das im Wolkenhort so viele Legenden kursieren. Und das hier. Man nennt diesen Ort den Siegelhain. Siegelhain! Yep. Blom, blom, blom. Das war ich nicht, das macht das Spiel automatisch. Nun denn, Gebieter, pass gut auf dich auf. Ja, also Pine oder wie sie heißt, ist halt so wie Navi oder halt auch Midna. Ja, es ist doof hier mit dem Mike. Ihr seht, die Münder sind nämlich verschieden. Also müsst ihr richtig schlagen, sonst könnt ihr die nicht töten. Deshalb ist das hier ganz wichtig, dass man die Steuerung ein wenig beherrscht. Komisch, komisch. Ich habe dir etwas zu berichten, Gebieter.
Es scheint, als sei dieses Tor vor kurzem geöffnet worden. Jetzt aber ist es vor einer starken Kraft versiegelt. Von einer starken Kraft. Mal ein bisschen umgucken, würde ich sagen. Da könnte man jetzt einmal ganz rumlaufen, das ist ein bisschen sinnlos. Zum Laufen ist ja einfach mal ganz runter. Wir können eigentlich auch runter springen, ist ja ein bisschen schneller. Mein Kind, Kind des Himmels, das aus den Wolken kam. Halte das Schwert der Göttin himmelwärts. Halte es dem Bösen entgegen. Halb schon so, nur mal so am Rand erwähnen. Kimita, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre eine Veränderung an diesem Ort, die durch den Himmelsstrahl hervorgerufen wurde. Kimita, ich spüre hier eine ähnliche Aura wie die deines Paraschalls. Es ist Zeldas Aura. Ich kann dich mit meiner Aurasuche in diese Richtung führen. Wünschst du eine weitere Erklärung hinzu? Nein. Ja, Gebieter. Nun, halt Zielrücht, stelle Zelda als Ziel ein und weiter und so fort. So. Komm, wo Zelda? Da ist Zelda. Da mal hin, würde ich sagen. War klar, dass sie da drin ist, oder? Gut, hier gehen wir noch rein. Und dann ist auch Schluss. Für heute. Tempel des Siegels. Und das ist ein Save Point. Yep. Bam, bam. Speichervorgang abgeschlossen. Sehr gut. Dann wieder ins Karte in das Menü. Ach, da seht ihr das doch jetzt. Einmal die Auren sind da oben, dann ist da die Abenteuertasche und das weiß ich noch nicht. Das werden dann auch nochmal irgendein Menü sein. Da ist dann sind die Steintafeln drin. Das hätte man sich jetzt auch denken können. Ja, hier ist der Paraschal. Halt so passive Items, nenne ich sie mal. Kontextsensitive Items, die man dann nur benutzt, wenn man sie halt zu dem Zeitpunkt braucht. Hier natürlich dann die Sachen, die jedermann jederzeit benutzen kann. Ja, und das war's. Mehr Seiten gibt's ja hier nicht. Ja, 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 ja. Sehr wohl, haben sich schon mal so zwei Dinge geklärt von diesem Menü. Oder drei sogar. Entschuldigung, tut mir leid. Ja, nicht, dass ich gelangweilt bin. Ich bin nur, ja, man geht halt ab und zu mal. So ist das halt einfach. Ja, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, was ihr jetzt gesehen habt. Wir sind endlich im Erdreich angekommen. Naja, endlich in Anführungsstrichen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne abonnieren.
Das hilft uns, wäre sehr nett. Und ihr bekommt natürlich dann immer gleich die neuesten Videos auf eurer YouTube-Hauptseite geklatscht. Ja, yeah, ansonsten dürft ihr uns natürlich noch gerne auf Facebook, Twitter etc. pp. besuchen. Die Links zu dem ganzen Kram findet ihr natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, es war mir eine Freude, für euch ein Video gemacht zu haben. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag und eine erholsame Nacht. Tschüss.